Nach 4 Stunden wird die Patientin in die andere Bauchseitenlage gebracht. Dazu nehmen wir erstmal die Lagerungsmaterialien raus und den Arm wieder nach unten. Nehmen die Beine. Die Lagerungsrolle belassen wir bei der Patientin und nehmen den Arm auf jeden Fall zuerst mal nach unten, dass wieder eine Ebene entsteht. Wir schieben die Lagerungsrolle eher etwas noch tiefer. Und lagern die Patientin über die Rolle auf die andere Seite. Dazu warten wir auf das Kommando des Arztes. Bitte vorher die Schläuche sortieren, damit der Tubus nicht disloziert werden kann. Und auf Kommando drehen wir die Patientin über die Rolle auf die andere Seite. Ja, 1, 2, 3. Jetzt Tubus sortieren. Kurze Pause, bis der Arzt umgegriffen hat, den Tubus gerichtet hat. Okay, ja. Können wir das Lagerungsmaterial wieder zurecht machen und die Patientin liegt auf der anderen Seite. Ich lasse mir einmal den Kopf und mal geben, das ist gerade abgestürzt. Dankeschön. Wir lagern wieder die Beine. Und den oben liegenden Arm. Und hören wir die Lunge ab. Räuchern wir die Lunge ab. Außerdem achten wir natürlich darauf, dass nicht nur der Tubus beim Drehen mit rumkommt, sondern dass auch die Magensonde und der ZVK weiterhin sortiert bleiben. Ich nehme den Schlauch und lege mir den auf den Arm, hebe den Kopf an, entferne den Ring, greife unter dem Kopf durch an den Tubus, schaue, dass ich hier den Beatmungsschlauch frei habe, greife an den Hinterkopf, auf 3 drehen wir. 1, 2, 3. So, jetzt muss ich darauf achten, dass der Tubus weiter gesichert ist, der Kopf weiter hält. Der Tim gibt mir den Ring und legt ihn unter den Kopf. Okay, du liegst. Dann sortiere ich nochmal die Schläuche, gucke, dass alles frei ist und fertig.